herzlichen Dank. Ich glaube, für einen sehr kurzweiligen Vortrag. Frau Schulze und aus dem Auditorium haben bewiesen, Sie haben es getroffen heute soweit. Bei uns geht es gleich direkt im Programm weiter mit dem Herrn Professor Strauß, der uns aus dem Cloud-Werk erzählen wird. Das heißt, bis zu dem Run auf die 18 Geschenke müssen Sie sich noch ein bisschen gedulden. Da haben wir noch so knapp 40 Minuten vor uns ungefähr und ich möchte gerne das Wort an den Herrn Professor Strauß übergeben. Im Nachgang können wir gerne noch ein paar Fragen klären, damit wir erstmal vielleicht so weiterkommen und machen wir jetzt auch im Programm weiter. Ich versuche mal mit der Technik und Sie kommen schon mal zu mir. Ich hoffe, keiner sollte überhaupt nicht, ich mache es auch für Düsseldorf, darf man nicht wissen.
Klammer ist okay. Im Saarland mache ich das auch. Ich bin auch so ein IHK-Kind, so total. Ich bin eine Vollversammlung, bin so Ausschüssen drin und habe selber dauernd Abschlüsse gemacht. IHK ein bisschen die Freude. Wo wollen wir also hin? Wenn wir über Social Media reden, reden wir über die sogenannte Nielsen-Regel. Das ist die 90-9-1-Regel. Ganz grob. 1% aller User ist echt Power-User. Das sind die, die auf dem Social Media Channel echt was machen, so die Heavy-User. Dann haben wir 9%, die so manchmal was machen, und 90% lesen einfach nur stumm mit. Gut, in der Wissenschaft wird das diskutiert, ob das eventuell 10% Power-User sind oder der Rest, aber nehmen wir mal Pareto-Prinzip, 80% sagen nichts. Das Blöde ist aber, die sagen nichts, aber die lesen. Und die zu beeinflussen, ist das, was wir wollen. Wir wollen nämlich das machen. Wir wollen den Meinungsführer catchen, damit der für uns Werbung macht. Wir hatten vorhin dieses Beispiel von Coca-Cola, wo die ganzen Leute freiwillig die Dose posten und sagen, guck mal, auf der Dose steht mein Name. Das ist mir natürlich auch passiert, bei der Tankstelle und sehe, so eine Dose steht Stefan drauf. Was mache ich, Trottel? Klick. Und in dem Klick denke ich, reingefallen. Ich selber mache Werbung seit 15 Jahren. Ich bin ein Social Media Manager und ich fange auf den Cola-Dose rein. Also. Und klar, Cola ist weit weg. Das stimmt. Ja, Cola ist weit weg, aber ich bin reingefallen. Das fand ich super. Und ich versuche immer so Gefühle in mir zu speichern und dann auf meine Kunden zu übertragen. Und die sind natürlich auch alle reingefallen, darauf reingefallen. Ich bin auch darauf reingefallen, als Twix wieder Reiterdienst für 6 Wochen. Und ja genau, da sind die 78er. Ne? Ich habe auch von euch alle meine Freunde, hey, 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 da bin ich früher. Menschen sind ja blöd. Und wie blöd Menschen sind, dafür gibt es jetzt ein Score. Wer von Ihnen kennt seinen Cloud-Score? 1, 2, 3. Da haben Sie 1% von Ihnen. Das ist fast genauso schlecht wie der bundesdeutsche Durchschnitt. Das Blöde ist nur, sie haben alle einen Cloud-Score. Sie wissen es noch nicht, aber ich weiß das. Und dieser Cloud-Score hat eine gewisse Idee. Cloud, erstmal so von Eckdaten her, damit Sie so ein Gefühl haben. Ich glaube, dass Cloud in diesen und nächsten Jahren eine irre Relevanz genießen wird in Deutschland. Zum einen, um Produkte abzusetzen. Und zum anderen, um Menschen einzustellen, also im Recruiting. Und das werde ich versuchen, Ihnen in den nächsten paar Minuten klarzumachen, wie Ihr Unternehmen davon profitieren kann oder wie Sie davon vielleicht auch die Möglichkeit haben, neue Kunden anzusprechen. Grundsätzlich ist das Ding 2009, wo auch sonst gegründet worden und in den Staaten. Und der Claim ist the standard of influence. Es geht also darum, einen Einflusswert zu berechnen. Und Sie können hier einen Menschen oder eine Unternehmung scoren. Also Sie haben einen Wert zwischen 0 und 100. 0 ist ein nicht geborenes Baby ohne jegliche Facebook-Aktivitäten. Und 100 ist Justin Bieber. Justin Bieber ist im Moment mit einem Cloud-Score von 100 das Relevanteste, was so im Social-Netzwerk ist. Damit Obama übrigens nur 97 und Lady Gaga gerade eine viertelige 94, bevor sich tierisch aufhält. Ich habe mal so einen Selbstversuch gemacht, am Anfang war ich was bei 30, mittlerweile bin ich bei so einer Gruppe 55. Alle, ich bin so lala, alle waren ganz genau Deutscher. Deutsch und Social Media, da geht um Sache. Wenn Sie in Social Media eintauchen, dann haben Sie 2 Chancen. Entweder Sie bleiben Deutscher mental und bleiben bei deutscher Datensicherheits- und Datenschutzverordnungsgebühr, § 31c, oder Sie schmeißen einfach alles ab und werden am. Wenn Sie so Amerikaner sind, ist alles viel einfacher im Netz. Das ist ja richtig viel freier, alle gucken überall rein, ist auch völlig okay. Sie als Deutsche haben ja immer Angst, dass Social Media gerade in der ersten Lektion so im Zertifikatslehrgang, wie viel Angst haben Sie eigentlich in Social Media mit Meldungen der Angst? Die Überlegung jetzt, es gibt die sogenannten Cloud Perks und da kommen wir drauf ein. Vielleicht noch einen Schritt zurück. Sie alle haben ja mal angefangen zu chatten irgendwann. Und die ersten Chat-Systeme waren noch so ganz tolle Sachen wie MSN-Network und Yahoo Chat. Und mit MSN hat man so angefangen und dann haben wir mal so ein paar Freunde auf Yahoo und irgendwann musste man beide parallel installieren, damit
bei beiden Kontakte enthalten konnte. Und dann war es ja immer weg. Warum war nochmal Yahoo und dann ist er nochmal weg? Wissen Sie da? Schulwurzel? Nee, da kam aber zwischen. Ist das noch ICQ? ICQ? Ja, also bei ungefähr 80% von Ihnen sind ja so ein großes Fragezeichen auf. Und von denen ja, ICQ war ein Multi-Messenger-System, bei dem ich mich einmal einloggen konnte. Ich konnte aber Yahoo und MSN-Kontakte beide auslesen. Deswegen Multi-Messenger. Ich konnte also mit einer Oberfläche zwei auslesen. Schnitt. Sie haben derzeit einen Twitter-Account, einen Facebook-Account, einen Google Plus-Account, einen Foursquare-Account, einen LinkedIn-Account, einen Sim-Account. Ne? Social Media 2014. Wenn Sie richtig gut drauf sind, haben Sie Instagram und Pinterest und haben Sie ganz etwas an der kleinen Frau. Und jetzt machen Sie Social Media Management und jetzt haben Sie einen Browser auf, in dem Sie erstmal 8 Tabs aufhaben. LinkedIn, Facebook, Twitter und so weiter und so weiter. Das heißt, erstmal der Browser ist erstmal knallvoll. Jetzt die ICQ-Idee, Multi-Messaging. Da sagen sich ein paar Jungs in 2009, wäre das nicht cool, wenn wir eine Oberfläche hätten und wir könnten über die eine Oberfläche alle Channels kontrollieren. Gesagt, getan, gemacht, programmiert und haben dann ein System aufgebaut, in dem ich mit einer Oberfläche auf allen Channels arbeiten kann. Jetzt gibt es nur einen kleinen Nachteil bei der Sache. Das sind Deutsche, die mit ihrem Datenschutz, Datensicherheitsbauch jetzt gerade. Sie müssen beim Einloggen in Cloud Kennung, Passwort, Facebook, Kennung, Passwort, Foursquare, Kennung, Passwort, LinkedIn, Kennung, Passwort, Google Plus, alles eingeben. Das heißt, Sie geben Cloud, einem US-amerikanischen System auf einem Server, der nicht in Deutschland steht, alle Ihre Kennung- und Passwortdaten und sagen viel Spaß damit. Muss man mögen. Ich sage das so, als guter Deutscher beim ersten Mal dachte, hui. Nee. Doch, ist ja Social Media jetzt mal. Und hab das dann gemacht und hab tatsächlich alles reingehauen. Und dabei fühlte ich mich ja wie blöd. Aber ich hab's gemacht. Und dann screent Google ihre gesamten Social Media Aktivitäten. Im Moment überlegen Sie so, wann bin ich gut mit Social Media? Da ist so die Dampfhammer-Methode, wenn du viele Likes hast auf deiner Facebook-Unternehmensseite. Das ist so die KPI-Torschläger-Methode. Viele Likes tun natürlich gut. Und bei Twitter, ich habe total viele Follower, ist erstmal gut. Spannend wird bei Social Media eigentlich dann gemerkt, wenn Sie reden. Also Interaktion, Sie teilen was, Sie sprechen miteinander, Sie haben Kommentare, jemand aktiv bei Ihrer Seite, Sie aktiv bei der anderen Seite, also dieses Kuddelmuddel Social Media, das ist ja selbst noch gut. Das wird durchgestreamt. Natürlich in einem Algorithmus, der nicht offengelegt ist. Natürlich, Google ist ja auch nicht offengelegt und Facebook auch nicht offengelegt, deswegen ist Cloud auch nicht offengelegt. Das heißt, Sie geben einem nicht offengelegten amerikanischen System alle Erkennungen und Passworte, damit Sie alle Zahlen rausbekommen. 35. Menschen sind ja doof. Menschen sind ein bisschen wie Hunde. Menschen möchten gelobt sein. Und in der Sekunde, wo ich sage, Sie sind 35, fragen Sie, wie kann ich denn 36 werden? Wo ist der schwarze Gürtel? Ja, wo ist die goldene Nadel? Ja, ist so dieses System Badging, also irgendwelche Auszeichnungen bekommen. Das hat Cloud ganz gut drauf. Sie müssen also diese Seite über sich ergehen lassen. Also wirklich eine ziemlich gute Seite, wo Sie einfach mal alle Kennung- und Passwort anlegen. Sie kriegen eigentlich dafür Ihren Datenschutzplan aufmachen, nur mal das Kennung- und Passwort und irgendwelche Phishing-Mails und irgendwas, und da geben Sie alles rein, nicht in eine Seite rein. Super. Sie bekommen dann diese Cloud Score, die sind bei 41 in diesem Fall, das sind nämlich Screenshots der aktuellen Webseite, so erklärt Cloud das selbst. Und dann diesen Punkt darunter zu haben, also finde ich ganz spannend. Moments. Help you discover how your content has influenced the people in your networks and how that content improved your cloud score. Das heißt, Sie haben vorgestern ein Foto gemacht von einem Süßwarenriegel, wo Reiger draufsteht, wo eigentlich Twix hätte draufstehen müssen. Darauf habe ich an einem Tag 26 Likes von so alten Typen wie mir bekommen, die halt alle total super fanden. Und dann haben wir welche kommentiert und haben das geteilt. Das war so ein Moment von mir. Moment. Ja? Die nennen das Moment, sie nennen das Moment.
Irgend das Moment. So, dieser Moment kam und nur mit diesem Reiter Post habe ich 2 Punkte in meinem Score Room gemacht. Lerne, poste immer lustige Sachen, die Menschen interessieren, die vor 1980 geboren sind und dein Score steigt. Habe ich natürlich dann weiter versucht zu machen. Dieser Selbsttest sieht erstmal so aus. Wir bekommen jetzt eine schicke Kurve. Und Sie sehen, wo Sie mal nicht so richtig aktiv waren, wo Sie irgendwie aktiver werden. Da haben Sie so ein schickes Foto, so sehe ich, wie Sie im normalen Leben aus, das ist mein Hund, das ist mein Lieblings-T-Shirt. Und da haben Sie alle Channels, die Sie so angelegt haben. Zu den Zeiten, wo damals hatte ich noch gar keine Liste bekommen. Das tut Sie ja, das muss ich lassen. Ja, und wenn Sie das alles so gemacht haben, dann müssen Sie sich mal überlegen, was löst das in Menschen aus? The dad has not slept or eaten for days. He said he needs to increase his cloud score. Warum? Warum machen das Menschen? Das nur wegen der 35, aber 38 glaube ich nicht. Darüber steht ein anderer Film, das ist von 2010. Das ist ein Cartoon von 2010. Virgin America offers free flights to Twitter influencers. Meinungsführer Marketing heißt jetzt, ich als Unternehmen muss gucken, wo sitzen die Typen, die so wichtig sind, dass wenn die posten, die anderen 90% hinterherkommen. Die 90-80% Schläfer, die zu erreichen ist total schwierig. Da können sie einen Stock reinhauen, da passiert nichts, die sind stumpf, die halten nur hin. Aber die 10%, die wollen wir haben. Virgin America, also eine Fluglinie, hat gesagt, für die 20 größten Twitter-Influencer gibt es alle Flüge. Jetzt gehen die also von Virgin an Cloud ran und sagen, hey, schmeiß mal raus, die mit dem höchsten Cloud-Score. In der Sekunde ist hier der Kollege lustig, der sagt, oh, wir fehlen noch 2 Punkte, wir fehlen noch 2 Punkte. Und dann fängt er an, einen Scheiß zu posten, nur um irgendwie hochzukommen. Da fritzt das System wieder so mit Relevanz und Nicht-Relevanz und so. Ist mir egal, Cloud-Score erstmal hoch, erstmal alles richtig. Jetzt haben die noch weitere Punkte, die ich Ihnen auf jeden Fall erklären möchte. Topics. Sie als Cloud-User geben an, welche Themen Sie spannend finden. Ich finde jetzt zum Beispiel Medienwirtschaft spannend, Oldtimer und Stummfilme, was übrigens kein Scherz ist. Ja, ich habe über Stummfilme informiert. Ich liebe Stummfilme. Und sobald ich jetzt irgendwas über Stummfilme poste, guckt Cloud, der eventuell auch was zu Stummfilmen gepostet hat und bringt unsere Inhalte zusammen. Jetzt ist Stummfilm hochwahrscheinlich nicht der Bereich, in dem Sie im Unternehmen Geld verdienen. Und wenn ja, sollten wir dringend gleich reden. Wir können jetzt auch reden, wenn Sie Rasenmäher verkaufen, denn da ist Gartenpflege und Rasenmäher und all das Zeug total wichtig, sollte einer Ihrer Topics sein. Und damit Sie noch mehr von Ihrer Cloud-Score gewinnen können, packe ich jetzt auf meine Seite Strauß Media oder Stefan Strauß oder Stummfilm oder was auch immer, packe ich mir diese lustigen Buttons hier drauf. Give a plus K. Das ist so wie plus 1 bei Google, Like bei Facebook, Follow bei Twitter. Das heißt, Cloud schickt sich gerade an, ein eigenes Social Network zu werden, ein Meta-Social Network. Sie können sich ungefähr vorstellen, wie toll Mark Zuckerberg das findet und Konsorten. Da ist also Facebook und da unten drüber ist jetzt Cloud und zieht die Daten raus und macht alles das, was Facebook schon eigentlich macht und ist einfach nur oben drüber. Das findet Facebook nicht so gut. Deswegen, Sie müssen jetzt überlegen, welche Plus-K-Schaltflächen oder weitere Add-Buttons, Share-Buttons für Sie jetzt wichtig sind. Sie können jetzt eine Strategie aufbauen. Ich packe auf meine Rasenmäher-Seite K-Plus-Buttons. Ich habe einen Cloud-Account und jeder, der mir ein Plus-K gibt, ja, der hat von Rasenmäher Ahnung, rast mein Cloud-Score nach oben. Ob jetzt als Privatmann oder Unternehmen, das ist mir egal, sondern für beides ein Cloud-Score werden. Je höher der Cloud-Score, desto höher die Attraktivität im Netz. Je höher die Attraktivität im Netz, desto wahrscheinlicher ist die Message, die Sie abgeben, dass es verbreitet. Lustigerweise habe ich nämlich auch ein Beispiel mit Elektroautos. Das ist vielleicht der Perk, der am besten bis jetzt funktioniert hat, amerikanischer Perk. Chevrolet stellt den Volt her. Und der Volt, wie gerade schon von meinem Vorredner dargestellt,
ist in einer Kultur, die Filme und Serien, die das da produziert, also Fast and Furious oder Sons of Anarchy, nicht gerade das, was man das Symbol von Sex nennt. Sie haben also hier ein Umfeld von brachialer V8-Gewalt, in der sie jetzt versuchen, so ein Auto auszusetzen. Das so ein bisschen aus wie so eine Hochpolitik-Schüssel. Jetzt hat sich Chevrolet gedacht, machen wir mal so, wir würden eine normale Standard-Anzeigenserie schalten, kostet Mediawert 300.000 Dollar. Nehmen wir mal nicht. Wir gehen an Cloud. Und wir sagen, hey Cloud, gib uns die 20 einflussreichsten Menschen in Social Media, die was zur Mobilität, im besten Fall E-Mobilität, auf amerikanischem Boden sagen können. Cloud, okay, hier sind die 20. Was wollt ihr denn machen? Auch nichts. Wir wollen denen eigentlich nur einen Volt schenken. Wir haben 20 Volts genommen für die Betriebsräte unter uns, also Eigenentnahme. Das ist ja so buchhalterisch gar nicht so viel mehr. Die nehmen die und schenken die diesen 20 Influencern. Ohne Bedingungen. Wir müssen nicht unterschreiben, dann haben wir hier viel Spaß. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Cloud-Score-Mensch mit 81er Score die Klappe hält, wenn der ein Auto geschenkt bekommt, ist gleich null. Also, erster Post, super geil, habe gerade ein saubhässliches Auto geschenkt bekommen. Zweiter Post, bin gerade gefahren, so schlimm ist doch nicht. Dritter Post, vierter Post, ich mache mal eine Bildersäge. Fünfter Post, wer mit Probefahrt macht, mit Kontrolle. Sechster Post, ich glaube, der ist ganz gut. Siebter Post, Alter, der ist echt gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Achter Post, will jemand einen V8 kaufen? Ich verkaufe mein altes Auto. Der Volt lief gar nicht. Gut, der Twiggy ist auch ein gutes Beispiel. 9000 Euro ohne Scheibe allein schon ein seltsames Auto. Der Tesla, okay, da müssen wir aber eine Sache sagen. Der Tesla kostet 100.000 Dollar. Die Karre da kostet 30.000 Dollar, 40.000 Dollar. Wenn die so einen fiesen Opel Ampera holen, kostet der 40.000 Euro, dann wäre der auch kein Spaß. Was glauben Sie, wenn die 20 Menschen, die haben es gepostet, und sie haben vorher für 300.000 Dollar einen Mediawert von, was weiß ich, 5 Anzeigen und 3 Spots einkaufen können, und die 20 Leute haben gepostet, Absatz, Steigerung, 3 Wochen nach dem Perk, messbar 8% höher als vorher. Das ist ein Killer-Perk. Weil es Meinungsführer-Marketing war. Sie haben genau die Leute gecasht, die die Masse beeinflussen. Und um das mal ganz aktuell zu machen, das ist ein Screenshot von vorgestern. Sony macht das gerade mit Xperia. Ich mache das übrigens auch gerade. Man kann ja mit diesen lustigen Smartphones noch HD-Videos aufnehmen. Ich spanne das einfach bei mir aufs Stativ. Und nimm mal ein Video mit auf. HD-Qualität, Ton ist erstaunlich gut für das kleine Video. Sie können aber auch damit jetzt vernünftige Fotos machen, weil Sie richtig Objektive draufsetzen. Das glaubt Ihnen nur keiner, weil jeder, der mal so einen Pentax hatte oder irgendeinen Canon oder irgendeinen Spiegelreflex, sagt, das geht nicht. Ja, die haben das Ding dann rausgegeben. Und das hier ist jetzt der Screenshot von der ganzen Seite, die ich Ihnen jetzt hier mit dem Scheibchen rübergebe. Ich habe jetzt nicht die Tür. Darunter ist nämlich das. Influencer Reviews. Und diese Influencer haben 68, 71, 66 und 70. Die sind verdammt stark. Und diese Influencer, diese 70er Cloud Scores, haben gesagt, Kamera cool. Und die haben diesen Content rausgeschossen. Das heißt, Cloud, die ja eh schon ihren ganzen Account durchgescreent haben, können ja sofort sehen, sobald irgendwas mit Sony oder Xperia rauskommt, nehmen diesen Content und schieben den auf die Perk-Seite. Das heißt, sie haben eine relevante große Seite von User-Daten. Und da sehen Sie wieder 70, 69, 65, 72, 70, also echt nur starke Leute und die posten gerade Sony Electric, Sony cool zu sehen. Haben Sie mal eine Pressemitteilung rausgeschickt? So sieht es dann aus. Meine Perks. In den Settings können Sie festlegen, wofür sind Sie denn offen. Ja, der Marketing muss ja noch mitmachen. Sie sagen also, ich hätte gerne hier an meinem Geburtstag, also das ist mein Geburtstag, das sind meine Interessen hier, zack, Sie geben alles ein und können dann sagen, schickt mir zu oder schickt mir nicht zu. Das da, dieses freundliche, dicke Gesicht, hat
den Laden mit 24 gegründet, 2009. Und der, wenn Sie mal ein bisschen Spaß haben wollen, den Link stelle ich Ihnen gerne zur Verfügung, der lacht sich in dem Interview kaputt über die Idee. Der findet die selber unfassbar witzig. Er sagt, dass die Influencer die neuen Hips seien. Und dass die Idee einfach so brachial einfach wäre, dass er sich total totlacht, dass Zuckerberg ihn nicht gehabt hätte. Und die Cloud wird jeden Tag stärker. Und in Deutschland spielt es noch gar keine Rolle. Das ist total super für Sie. Weil, stellen Sie sich mal vor, Sie haben ein Hotel. Ich komme da rein und Sie haben den Cloud-Checker in der Ecke und gucken nach, Stefan Strauß. 60. Sagen Sie dem, oh Herr Strauß, jetzt sind wir es noch nicht fertig, wir müssen mal ein Stündchen warten, dann können Sie das kosten Kaffee 10 für Euro. Oder sagen Sie mir, Upgrade, Fläschchen Wasser. Prost. Das ist hier vorne macht frei. Irgendwas. Ich glaube, das ist clever. Ich glaube, es ist total clever, mir zu mir nett zu sein. Weil ich bin 60er Clouds vor und ich sage mir, und der steht. Daneben könnte man jetzt noch überlegen, was noch technisch dafür spricht, sich auf Cloud zu engagieren. Nicht nur, dass Sie Ihre Kunden screenen können und überlegen können, ob Sie noch mehr lieben als vorher. Sondern einfach auch, was passiert technisch dahinter. Eine Suchmaschine nutzt einen Score als Relevanzmaß. Sie als Unternehmen haben natürlich auch einen Cloud-Score. Also Sie haben zwei Cloud-Scores, einen privaten und einen unternehmerischen. Und wenn Ihr Unternehmen einen Cloud-Score von 7 hat, dann können Sie so viel twittern, wie Sie wollen. Da können Sie ganz seltsame Sachen twittern. Rechtsradikales Kinderpornografie, kenne ich kein Problem. Sobald, wenn Sie einen Cloud-Score von 7 haben, können Sie auch nichts anders. Sie wollen immer Controlling haben. Sie wollen als Vorgesetzte haben, zeig mir, ist das gut, was wir da machen? Cloud-Score wäre so ein erster Ansatzpunkt. Deshalb und die Scores können eine gute Machtschaltung der Steigerung des Einflusses für Mitarbeiter oder für Fans zur Erlangung von Perks sein. Sie gehen da offen mit raus. Sie sagen, hey, ich bin das Unternehmen, das ist aus Köln. Ich habe einen Cloud-Score von 71. Na, ist aber geil. Was ist ein Cloud-Score? Oh. Weiß ich nicht, erklärt ihr doch. Ich glaube, dass Social Media im Moment eine ganz große Schere macht. Die Reaktanz und sagen, ich bringe alles nächste Level auf. Die Happy User, die das privat machen, und die Unternehmen, die endlich damit Geld verdienen. Vielleicht sind sie mit dem Ding etwas mehr auf der unternehmerischen Seite, die Geld verdienen. Glauben Sie mir, so eine Idee ist immer nur sehr kurz haltbar. Und Cloud ist schon lange nicht mehr der Einzige. Peer Index ist das englische Pendant. Funktioniert komplett gleich. Könnten Sie auch mal überlegen. Ne? So wie Facebook und Plus, der war ja relativ schnell viele Leute, die das nachmachen. Peer Index hat noch eine etwas andere Relevanz, vielleicht in einem Punkt. Im Moment sieht es so aus, dass Sie, wenn Sie sich bewerben in einer Marketingfunktion, dass Sie relativ viele Sachen beibringen müssen, wie Projektmanagementkenntnisse haben, Teamführung, Office-Kenntnisse und so weiter. Und in einigen Ausschreibungen steht jetzt schon drin, und ein Cloud-Index von mindestens 50. Das heißt, wenn Sie privat keinen Cloud-Score von 50 haben, werden Sie erst gar nicht eingestellt, weil unterstellt man, dass Sie Social Media nicht drauf haben. Was hat Ihr privates Hosting-Verhalten mit der Potenz zu tun, für ein Unternehmen zu posten? Erstmal nicht. Aber wir haben eine Zahl und Zahlen in der Peer Index ist so ein Ding, oder? Es gibt mittlerweile noch ein paar andere Copycats. Crack und Pinpuff sind die ganz großen noch, die ich gerade anschicke, Pinreach. Aber die alle packen gerade nicht diesen Cloud-Wert. Im Moment sind die Cloud-Perks von den großen Unternehmen, die Unternehmensaktionen sind auf Cloud. Und wenn Sie das machen wollen, würde ich Ihnen Cloud empfehlen. Und wenn Sie hier rausbekommen wollen, wo Ihre Multiplayer liegen, würde ich Ihnen auf jeden Fall Cloud empfehlen. Wenn Sie noch ein bisschen Spaß dran haben, natürlich kann man das total in den Kakao ziehen. Ich habe mich gerade ordentlich zurückgehalten, aber da kann man so viele gute Witze drüber machen. Das Netz, also YouTube, wimmelt gerade von Cloud-Persiflagen. Und einen davon, die beiden behalten sich 20 Minuten über Cloud. Ein Riesenspaß. Meine These nochmal zum Schluss, zur Wiederholung. Ich glaube, dass das für Deutschland dieses und nächstes Jahr an Relevanz gewinnen wird. Und noch ist genau jetzt die Zeit, einzusteigen, weil jetzt haben Sie First Mover Advantage. Machen es doch nicht, Sie haben ein bisschen Vorsprung und Sie wissen die alte Regel, alles was in Staaten funktioniert, 5 Jahre, 3 Jahre, 2 Jahre später auch hier, vor Beule oder nicht. Cloud ist eins von diesen Beispielen.
Ja, wenn Sie da ein bisschen Spaß dran haben, ich würde Sie gerne auch noch auf andere Veranstaltungen hinweisen. Ich organisiere einmal im Jahr den Kongress der Medienwirtschaft, und zwar am 16.09. hier genau in dem Raum, wo das alles aufgebaut wird. Jetzt gucken wir mal da ist die Bühne. Und da haben wir unter anderem Nico Lummer da, einen von den großen Social Media Geistern hier in Deutschland, also Social Media. Nico Lummer ist so ein Wort, oder haben Karl-Heinz Land mit seinem Buch Digitaler Darwinismus mit der These, alles was digitalisiert werden kann, wird auch digitalisiert. Das sind unsere beiden Keynote-Speeches, das ist ein Tag kostenfrei für Sie, geht um Medienwirtschaft und Social Media. Abschlussdiskussion, entweder hier jetzt gleich vor Ort beim Kölsch oder Sie sprechen mich auf einen von den 4000 Channels an, wo ich unterwegs bin, das ist meine Firma. Ich habe leider keine 18 Geschenke dabei, ich habe aber 300 Geschenke, aber ich habe 300 Visitenkarten Print Oldschool. Die sind hier vorne, die können sich mitnehmen, wenn Sie keine Oldschool haben wollen. Können Sie einen QR-Code scannen. Wenn Sie nicht wissen, wie das hier funktioniert, kommen Sie in einen von meinen Kursen. Ich danke Ihnen sehr schön. Und ich wünsche Ihnen noch viel Spaß jetzt beim Nächsten. Herzlichen Dank.